So Leute, willkommen bei meinem Replay von League of Legends. Es wird so ablaufen, in diesem Video werdet ihr einen Helden aus, oder einen Champion aus League of Legends sehen, wie ich ihn spiele, wie wir gespielt haben, mit ein paar Kollegen zusammengespielt. Meistens wird es pre-made sein, also mit ein paar Leuten, ihr werdet auch immer wieder dieselben Leute sehen. Vielleicht auch in diesem Video, vielleicht auch in einem anderen Video. Die Uploads sind recht unregelmäßig, also beschwert euch nicht. Was ihr gerne machen könnt, ist, ihr könnt mir immer wieder, und das hoffe ich auch, dass ihr es tut, Tipps geben, wenn ich einen Champion gespielt habe, wie ich ihn besser spielen kann und was ich hätte besser machen können. Also, viel Spaß, euer Black Sade. Und da sind wir im nächsten Spiel. Heute spielen wir Warwick. Und zwar den unteren Warwick. Im oberen Team haben wir Xin Zhao, Xion, Warwick, Jax und Hackerin. In unserem Team ich als Warwick, ein Random als Akali, Ike als Taric, Alpha-Protagonist, sie spielt in diesem Video den Zed, und 13296 oder auch Jason genannt als Cogmore. Wir sind so aufgeteilt, Akali in der Mitte, Zed auf der Top, glaube ich zumindest, oder andersrum, das weiß ich jetzt gerade nicht, Taric und Cogmore auf der Botlane. Kommen wir irgendwann hingehen. Summoner Spells, der Jax hat Heal dabei, warum auch immer. Der Warwick hat Heal dabei, warum auch immer. Verstehe ich nicht ganz. Also Warwick ohne Flash ist... Xin Zhao mit Exhaust ist in Ordnung. Auffällig beim Gegnerteam, die haben keinen AD Carry. Xion wird in der Mitte als AP spielen müssen. Und auch sonst haben sie nicht viel, was mit AP zu tun hat. Es ist mal wieder eine Aufnahme aus dem Spectator-Modus. Woran ihr euch nicht gewöhnen solltet. Echt nicht. Also so gar nicht dran gewöhnen solltet. Das wird nicht oft vorkommen. So, sobald ich einmal die Stimme gehört habe, muss ich da mal gleich gucken, ob meine Stimme nicht zu leise ist. Okay. Zed auf der Top. Warwick beginnt mit einem Schild. Also, ich spiele Warwick heute für euch im Jungle. Warwick ist ein Jungler, ist der, glaube ich, einer der wenigen Jungler, wo ich wirklich mit Boots und Healpots anfange, weil Warwick braucht ihr keinen. Trundle ist auch so ein Champion, wo man mit Boots und Healpots locker anfangen kann, weil ihr verliert einfach kein Leben. Das werdet ihr auch gleich sehen. Da seht ihr den neuen Champion selbst. Das heißt neu. Noch neu. Ich weiß nicht, ob das Video ich hoffe noch, dass es davor kommt. Nun ja. Das Spiel an sich war sehr, sehr skurril. Ich weiß gar nicht, warum fangen wir da mit 100 Gold mehr an? Ach, wegen Supporter. Ja, alle. Schon verstanden, dann schon gerade. Das Spiel war sehr, sehr skurril und es hat auch sehr lange gedauert und das war sehr, sehr knapp. Aber danach, gut, ich muss danach sagen, ich war danach auch ziemlich im Arsch. Und ich glaube, ich muss danach direkt ins Bett gegangen, weil das Spiel war irgendwann nachts um 2 Uhr. Also normale Aufnahmezeit für mich. Ich meine, jetzt haben wir gerade 3.53 Uhr. Wie gesagt, normale Aufnahmezeit für mich. So, ich stelle jetzt mal auf den Warwick. So, Warwick im Jungle, Warwick ist generell ein Champion, den ich persönlich sehr, sehr gerne sehe. Wenn ich ihn sehe, dann meistens auf der Top-Lane. Wobei ich einfach finde, dass Warwick als Jungler einfach besser ist. Also, ein Healpot muss ich schmeißen, aber ihr seht, nicht nur, dass ich die Leben dazu kriege, ich gehe fast komplett voll vom Über weg, ohne dass ich Schaden gekriegt habe. Mit Warwick im Jungle skillt man zuerst den Weg. Ich habe glaube ich diesmal zuerst den Weg, das ist ziemlich dämlich. Also skillt man zuerst den Weg einmal. Q max ich als allererstes. Es gibt viele Leute, die mein Itembild wahrscheinlich gleich, sobald sie es sehen, sobald, also in diesem Spiel schaffe ich es auch relativ gut. Auf Fullbild. Auch wenn ich nicht so viele Kills eigentlich habe. Okay, ich schaffe es auf Fullbild.
Und ihr werdet an dem gegnerischen Warwick sehen, wie ein Warwick-Bild normalerweise aussieht. Ich flame den zwar ein bisschen, muss ich leider Gottes zugeben. Aber, ja, ihr seht, ich bin jetzt heiltrick. Darf mal abgesehen. Eigentlich, na gut, er nimmt auch kein Standard-Warwick-Bild. Er fokust einfach nur besser. Also ich, muss ich leider zugeben. Da Pesion in der Mitte. Die Leute, die manchmal so spielen, wissen das, dass ich einfach mal ab und zu auf die Lane komme. Da ist der Taric gestorben. Unten natürlich Warwick, Unks und Sao, eine saufiese Kombo. Kokmo dürfte da jetzt auch normalerweise nicht mehr wegkommen, wobei der Warwick hat auch wenig Leben. Aber unten sind eben zwei Bruiser, die... übelst auf den Schmerz gehen. Aber es steht 1-1. 2-1. Nein. Und generell ist, glaube ich, unsere KD in diesem Spiel nicht zu unserem Gunsten, auch am Ende. Ihr dürft euch jetzt gerade mal live anhören, wie ich mich gerade bekommen habe. Und... Nee. Ja, unprofessionell, ich weiß, ist mir aber gerade vollkommen egal. Ich kann gerade nicht aufs Spielgeschehen eingehen, ich kann es einfach gerade nicht, da ich mir gerade was zu trinken mache. Unprofessionell, ich weiß, aber das seid ihr viel gewöhnt. So, ich sitze wieder am PC. Ist irgendwas Interessantes passiert? Nein, steht nur noch 2-1. Ich glaube, in dem Spiel gehe ich jetzt auch erstmal und lasse die Regie-Kamera. Weil im Jungle ist es immer ein bisschen uninteressant. Wobei nein, manchmal. Da ist der Seer. Und da komme ich. Da sehe ich den Seer und da rieche ich den Seer. Das ist der Ede von... vielleicht sollte ich das Bild zeigen. Nein, da habe ich eine Sekunde zu früh. Da habe ich den Top-Lock gekriegt. 3-2. Okay, also. Erstmal zu, bevor ich jetzt anfange mit der Regiekamera, dass die da rumswitchen darf, zu unserem Warwick. Übrigens Gegner Warwick. Das könnt ihr gerade kurz sehen. Das gilt ebenfalls so wie ich. Alles klar. Jungler gegen Jungler, ihr seht, Warwick als Jungler echt übel. Was kann ich? Warwick ist halt erstmal ein cooler Wolf und sozusagen der Mentor von Singed. Da habt ihr jetzt was gesehen, was ich sehr gerne tue. Ich gehe einfach hin und smite dem Gegner. Seinen Blue weg. Blue. Seinen Geist, großen Geist weg. Dann kriegt er nämlich daraus nicht mehr viel Geld. Unten der Kogma. Ach, ja, dachte ich mir schon. Dürfte den Warwick aber noch kriegen. Warwick lagt sich weg. Oben wird ein Gang verwendet. So, also, zu Warwick selber. Warwick ist der, sag mal, Meister von Singed gewesen und wurde in einen Wolf verwandelt. Ich glaube, ich erzähle gerade das Richtige. Ich hoffe gerade, dass ich das Richtige erzähle. Wenn ich jetzt gerade das Falsche erzähle, dann ist es peinlich. Ich meine, die gute Soraka hätte ihre Unsterblichkeit aufgegeben, um Warwick in da lasse ich ihr den Kill. Will ihr das so lassen. Aber sie kommt nicht dran. Also. So. Zusätzlich dazu hat Warwick Urf getötet. Urf. Wir trauern alle um dich. Urf ist der wohl coolste Champion gewesen, den LoL je hatte. Urf war so awesome. Egal, Warwick hat ihn auf jeden Fall gekillt. Aber jetzt erstmal zu Warwick. Doppeltötung für das blaue Team. Ich finde die Stimme immer so scheiße im Zuschauermodus. Auf jeden Fall, also, Warwicks Passive ist unstillbarer Durst. Und zwar, Warwicks normale Angriffe verursachen zusätzlichen magischen Schaden und heilen ihn genau um diesen Wert. So, wenn dieser
Effekt praktisch stackt. Also man kann ihn bis zu dreimal kumulativ. Das heißt, bis zu dreimal dieses auf demselben Ziel. Man kann es dreimal auf demselben Ziel aufrechterhalten. So. Der Q, der Skill, den ich als erstes durchmaxe, ist Hungriger Schlag. Und zwar Hauptwarwick Schaden. Und zwar 175 oder 12% des maximalen Lebens. Beim Monster wird immer der feste Wert größer. Es kommt halt darauf an, wenn der Gegner weniger als diese 12% von seinem Leben hat, ja, dann macht es 175 Schaden. Weil ansonsten wird es ihn ja direkt töten. Gut, ansonsten, wenn er unter 100 Leben hat, tötet es ihn im Moment zum Beispiel auch. Oder 175, wie es im Moment ist. Auf jeden Fall, ihr bekommt 80% des Lebens, was ihr an Schaden verursacht, wieder. Also, ist Lifesteal sozusagen. Ist nicht schlecht, ist ganz gut. Der E bleibt W. W. W wie William. Und zwar, das ist auch das, was ich einmal am Anfang skille und dann auch als zweites durchmaxe. Und zwar, Robic stößt Brüllen aus, das ist, was ihr da manchmal hört. Und für ein paar Sekunden lang, im Moment sind es 10, wird das Angriffstempo um 40% erhöht. Zusätzlich kriegen alle Champions in der Nähe ebenfalls 20% Attack Speed. Was ziemlich übel ist. Ziemlich übel. Ihr seht, die Kills laufen hier, fallen hier im laufenden Bande, steht 8 zu 7. 300 Gold, also genau diesen einen Kill Vorsprung im Gegnerteam. Farmen gibt sich auch so gut wie nichts. Ist einfach hart. Gut, steht's 8-8. Ihr seht, Farmen tut sich was um die 100 Gold. So, die Ulti von Warwick ist das Gefährliche an Warwick. Und zwar springt Warwick... Nein, stopp. Ich bin noch bei der Wettung. Also gilt den viele Leute, viele Leute beim Lange immer wieder anlassen, komplett das große Fehl ist. Ihr müsst diesen E-Skill praktisch sehr taktisch einsetzen. Aus dem Grund heraus, wenn ein Gegner unter 50% seines Lebens ist, seht ihr ihn im Abstand von 1500 Einheiten. Was eine Menge ist. Ihr seht ihn, er bekommt ein Symbol und alles, was dieser Champion sieht, seht ihr auch. Das heißt, wenn ein Champion eine Gruppe sich irgendwo in einem Busch versteckt, einer von ist Low HP, ihr macht den Skill an, seht ihr das. Dieser Skill bleibt dauerhaft aktiv. Das kann beim Ganken sehr positiv sein. Das kann beim Ganken aber auch sehr nachteilhaft sein. Doppeltötung für das blaue Team. Dann die Top-Lane. Und ihr haltet halt zusätzlich Lauftempo. Das bedeutet, solange ihr diesen wittert, bekommt ihr Lauftempo. Viele lassen das an, um auf die Lane zu kommen und dann zu ganken. Und dann wirklich Schaden zu drücken, ohne Ende. Ich sag persönlich, es ist sehr, sehr gefährlich. Da sollte man übelst mit aufpassen, weil die Gegner sehen, wenn ihr kommt. Das Ding hat, glaube ich, 4 Sekunden Abklingzeit. Ja, 4 Sekunden Abklingzeit. Am Ende glaube ich sogar nur eine Sekunde. Das heißt, ihr könnt das Dauer an- und ausmachen. Das heißt, es macht überhaupt keinen Unterschied, ob ihr... Das war ein Fail-Flash. Das habt ihr nicht gesehen. Das habt ihr nicht gesehen. Bitte sagt, dass ihr mir das nicht gesehen habt. Auf jeden Fall... oh Gott, ist das blöd. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr praktisch, wenn ihr diesen... Yes. Dadurch, dass der Jackson... Und, auf jeden Fall, dieser Skill ist sehr, sehr taktisch anzuwenden. Er ist der Skill, den man am letzten, also den ich persönlich als letztes hochskille. Einmal ist ganz nett, um 20% zusätzlich zu bekommen. Danach ziemlich jetzt. So, und dann kommt die Ulti, das Gefährliche in meinem Leben. Und zwar ist es bei Warwick so, Warwick springt auf einen Gegner und fängt an, wie bescheuert auf ihn rumzuhauen. Ja. Der Gegner ist unterdrückt. Kann also dementsprechend nichts tun. Und ihr könnt auf ihm rumklopfen. Und das tut ihr auch. Wichtig ist dabei, ihr macht praktisch ganz, ganz viele Auto-Attacks. Das heißt, eure Passiven, sowas wie Blutdürster oder eben, wie ich ihn mir geholt habe, jetzt hole, den ionischen Funken, deswegen hole ich mir den auch vorweg, proggen damit.
Das heißt, ihr proggt die damit. Das heißt, aber auch Schienen würde zum Beispiel proggen beim ersten Schlag. So. Wichtig, ihr könnt dabei in der Zeit aber auch selber nicht irgendwelche Effekte aktivieren oder sonst was. Ihr seid also in der Ulti drin. Das heißt, ihr macht gerade Damage. 13, 11, das ist schon hart. Und die werden einfach weggebruced. Unser Kog'Maw steht mit 7, 5, der immer noch positiv da. 1, 4 Tarek ist noch nicht so schlimm. Aber der 7, 2 Warwick. Der geht mir jetzt schon auf den Sack. Sehr super. So. Ihr seht, ich hole mir mit Warwick auch keine Laterne oder sonst was. Was diese vielen Wards da oben in diesem Busch sollen, weiß ich jetzt gerade nicht. Scheiße, das habe ich jetzt schon mit dem Spiel gemacht. So. Ihr könnt alle Patronen und Dauerstar halten. Das ist sehr, sehr schön. Alles ist natürlich schon ein Wunder. Darf ich nicht. So, und mit der Ulti macht ihr halt dann schön Schaden und unterdrückt halt relativ lange. Das ist ein Abstand und das tut Damage drücken und das ist schön und genauso sollte es sein. Schöner Doppelkick. Doppeldeckung für das violette Team. Naja. Und währenddessen erhält, das habe ich noch vergessen, Warwick 30% mehr Lebensraub. Das bedeutet, ihr kriegt natürlich unglaublich viel Leben wieder. Und ihr macht halt magischen Schaden, was aber auf AD skaliert. So. Löst 5-mal Treffereffekt aus. Da steht es sogar. Weil es 5 Angriffe sind. Das heißt, ihr habt mindestens einmal diesen ionischen Funken dabei. Wiederholen sich auf Warwick eben nicht den ionischen Funken, sondern Blutschnitter. Da wird es Blutschnitter. Bin ich persönlich kein Fan von. Ich hole mir dann lieber den Funken. Und ja. Ansonsten fällt mir gerade was ein. Scheiße. Tut mir leid. Fuck, Leute. Tut mir leid. Jetzt dürfte das mit dem Sound auch besser sein. Jetzt sollte das mit dem Sound auch besser sein. Ich werde gucken, dass ich das vorher ein bisschen hochskaliere oder so. Das violette Team hat den Drachen getötet. So. Ja, wie gesagt, also. Doppeltötung für das violette Team. Boah, nee. Es tut mir jetzt leid wegen dem Sound. Da werde ich mal gucken. Ich glaube zwar nicht, dass ich es hinkriege, aber dann muss ich den Sound bis zu diesem Punkt eben etwas lauter machen. Das heißt, es kann sein, dass es jetzt ein bisschen leiser wird. Dafür hört ihr meine Stimme jetzt besser. Hoffe ich mal. Tut mir leid. Ich meine, ich versuche ja meine Qualität stetig zu verbessern. Aber irgendwie falle ich immer wieder in dieses alte, schlechte Muster zurück. Das hat man jetzt auch vor einigen Videos gesehen gehabt. Da hatte ich ein sehr, sehr schlechtes Muster wieder drin. Da hat man mich wieder fast gar nicht verstanden. Außerdem hatte ich es doppelt gerendert. Ihr habt mit Warwick, wenn ich euch dabei sagen, keine Chance gegen Jax. Selbst wenn ihr es probiert, ihr habt keine Chance gegen Jax. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Wow, Kopf nur mit 11,5. Das ist nicht schlecht. 103 Farm auf. Ach du Scheiße. Okay. Okay. 103 Farm auf Set. Das ist auch nicht schlecht. Akali steht 3,2, steht 3,1. Technische Warwick halt mit 7,3. Das ist halt schon übel. Und ihr seht, der gegnerische Warwick baut auf den Madritz Blutschnitter. Hey, jo. Kann man machen. Muss man nicht. Und hier seht ihr den da.
der mich auf den Stand kriege. Ich habe mir in der Zeit einen Hextech-Revolver geholt. Da bekommt Zed den Kill. Allerdings ist Toplane dafür ziemlich unbewacht. Hier bekommt direkt die Infos an den Orbit. Muss hier auch raus wegen Ignite von dem Orbit. Also traden wir jetzt Tower für Tower. Gegner sind noch ein paar Sekunden tot. Das wissen wir. Und dadurch können wir auch den Tower noch machen. Und jetzt genau. Dadurch haben wir jetzt zwei getradet. Oben der Tower ist noch nicht down. Aber er kann gleich down gehen. Bisher sieht es noch gut für uns aus. 22 zu 15. Und wir haben drei Tower, sie haben zwei Tower. Sieht noch anständig aus. Ich habe mir übrigens den Hextech-Revolver geholt, weil ich, auch wenn es untypisch für einen Warwick ist, mir einen Hextech-Gunblade auf Warwick kaufe. Einfach nur damit das Chasen noch einfacher, noch schöner ist. So, und hier sind wir gerade in einem Push drin, das ist abartig gut. Aber hier hängt der Warwick an, dann ist es gut. Und das war's. Der CC und die einzelnen... Ich sag mal, das einzelne Damage-Gedrücke der anderen, der Warwick vor allem, die drücken halt Damage ohne Ende. Und hier in den Teamfights kacken wir gerade etwas übel. Zed hält zwar hier noch länger durch, aber wird dann auch geschrotet. Oh ja. 4-2-7. Und da hatte ich einen Disconnect. Und war wieder da. Das heißt, es war gar nicht 2, es war 4 Uhr nachts. Das kann ich euch nämlich genau sagen, weil ich habe um 4.14 Uhr habe ich einen Disconnect, und zwar den 24 Stunden Reconnect. Daran könnt ihr es sehen. Gott, scheiße. Ich spiele viel zu oft. So, so viel dazu. Das war der Counterpush der Gegner. Ich versuche mich immer wieder gegen den Jax anzulegen, weil ich den Jax als persönlichen Feind sehe. Aber, ja. Da macht er meinen Blut. Der Arsch. Den habe ich ihn geklaut. Aber ihr seht halt, meine Ulti macht generell nicht viel Schaden, weil ich bin halt sehr, 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 sehr tanky gebaut. Und ich gehe auch mit meinen Tank-Offensiv-Runen in dieses Spiel rein. Tank-Offensiv Jungle. Und ich spiele generell fast jeden Jungler, bis auf Xin Zhao, spiele ich sehr, sehr, sehr tanky. Da habe ich gerade meine Ulti verkackt. Und da oben vergessen wir den Jax. Das wird uns erst jetzt bewusst. Da kommt der Matrix Blutschnitter des anderen Warwicks. Also ist, was der Warwick da spielt, ist ein anderes, komplettes, normales Bild von einem Warwick. Nicht das Bild, was ich benutze. Weil das ist etwas anders. Und da habt ihr gesehen, Stun drauf und er kann nichts mehr tun. Mittlerweile Ulti ist auf Stufe 2, hält sie schon. Aber gut, es hält immer noch 1,8 Sekunden. Und wir bleiben auf dem Warwick. Ah, Warwick, genau. So. Tower stehen wir jetzt komplett leichter. Kann das sein? Nein. Wir haben noch einen Traum. Aber ihr seht's halt. Ich mache mit den Skills ein bisschen Damage und das war's. Ich bin halt dafür da, jemanden rauszunehmen. Ihn zu halten und ihn runter zu chasen, bis er tot ist. Wobei man hier halt schön sieht, dass Warwick halt ein sehr, sehr guter Jungler ist, weil er halt keinen Damage.
Mensch, das ist der Wahnsinn. Für Warwick ist es natürlich ein Segen, wie für jeden anderen Jungler auch, wenn in der Mitte so etwas ist, wie eben Akali oder Sin oder sowas in dieser Richtung, so dass ihr keinerlei Probleme habt, den Blue einfach zu nehmen. Weil es wird für euch ab dann ein Problem, wenn ihr den Blue abgeben müsst, den zweiten oder dritten. Ab dann wird es ein bisschen eklig, sag ich mal. Weil ihr wirklich ab und zu mal echt Mana-Probleme habt. Weil ihr seht, der Kuh frisst einfach Mana ohne Ende. Ich meine, ich hab jetzt schon... Gut, ich hab nur 700 Mana und der Kuh frisst 110 Mana davon. Das ist abartig. So, da oben startet Teamfight. Der kommt natürlich zu spät. Genau, der Warwick. Und das passiert nicht nur einmal, das passiert nicht nur zweimal, das passiert sich. Und hier wurden wir jetzt einfach nur noch niedergebürstet. In den Teamfights waren die anderen wesentlich organisierter. Ich habe mein nächste Gunblade. Yes! Waren die anderen wesentlich organisierter. Muss man ihnen wirklich lassen. Und sie haben auch wesentlich, was das denn, kontrollierter gespielt. Sie haben am Ende... Nee, das seht ihr dann. Wir haben ja noch ein bisschen, ja? Wir sind ja gerade bei der Hälfte des Spiels und ihr seht jetzt schon, die stehen bei uns in der Base. Dann könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Spiel wird. Da sind wir wieder. Und es geht los. Der Warwick hat halt einen super guten Fokus. Steht jetzt schon 10-6. Ich glaube, am Ende hat er über 20. Dachte ich mir, nee, die kriegt er eh nicht mehr. Und der macht halt wesentlich mehr Schaden durch den Markus Blutschnitter wie ich. So, ich habe halt Hexter Gunblade. Ihr seht Hexter Gunblade hinten auf der letzten, auf dem letzten Item-Slot. Standard bei mir. Da kam Dash, da kam es. Mein Hexter gewonnen. Boom! Nee, ich hab immer noch nicht aktiviert. Oh, ich hab's vergessen zu aktivieren. Zion hat seinen Rabadons. Das ist eins. Aber ihr seht halt, die anderen sind in den Teamfights. Sie sind im Team wesentlich organisierter wie wir. Und annähernd so greedy wie wir. Doppeltötung für das blaue Team. Man muss ihnen wirklich zugutehalten, sie haben wesentlich besser gespielt als Team, als wir. Als Nachteil natürlich für dieses Team, sie hatten keinen AD Carry. Die Farms der einzelnen Leute sind Jax mit 107 gegenüber unserem... Ich kann das hier mal gerade mal, wo ich gerade so dabei bin und das so sehe. Jax war auf der Top. Du warst auf der Top. Du warst im Jungle und ich war im Jungle. Du warst in der Mitte, du warst in der Mitte, du warst der AD Carry. Ach ne, warte mal. So, und das hier war... Ne, so passt schon ganz gut. Von Kills und Stats und so weiter. Ja, da haben sie Baron gemacht. Das haben wir nicht mitgekriegt. Kein Wort. So. Ab da hieß es Deffen. Wobei es eigentlich schon die ganze Zeit heißt. Gegnerische Warwick hat sich die Warmogs geholt. Vom Geld her sind wir gar nicht so weit hinten. Ich hab nur 300. Warum hab ich denn nur 300? Was hab ich mir denn geholt? Ach, ich bin auch gerade auf dem Weg zu meiner Warmogs. Ja. Und in der Mitte wieder Teamfight. Und wer ist wieder nicht da? Der Warwick. Goddammit. Mein Team muss mich so gehasst haben.
Ulti verkackt. Alles verkackt. Aber zumindest habe ich da schön am Chasen. Eigentlich tot am Chasen. Total dämlich. Ja, wir stehen 6-5. Der gegnerische Warwick 14-6. Daraus könnte man jetzt erahnen, dass der gegnerische Warwick einfach bessere Itembild hat und einfach besser spielt. Das zweite gebe ich offen ehrlich zu, er spielt wesentlich besser. Das Itembild von ihm ist ein stinknormales Warwick-Itembild, was ich persönlich nicht so bevorzuge. Ich finde halt, mit einem Hextech Gunblade kommt das Ganze einfach viel, viel cooler. Und ich glaube, das ist auch der einzige Unterschied. Weil anstatt den Madritz habe ich mir halt den Ionischen geholt. Ganz am Ende würde ich den Ionischen wieder verkaufen und einen Madritz holen. Ganz, ganz, ganz am Ende, wenn ich nicht wüsste, wohin mit meinem Geld. Aber so, m-m. Am Anfang ist der Ionische einfach so stark. Nee. Würde ich nicht verticken. Und Madritz kostet einfach zu viel. So, mittlerweile 4000 Gold Unterschied. Das wird jetzt gleich noch ein bisschen mehr, wenn er den Drachen fertig hat. Auch wenn er verdächtig lange dafür braucht. Oder doch noch. Das sind 5000. Ja, 5000, die er mehr hat. Passiert. Jo, ansonsten. Von den anderen sind das stinknormale Itembild. Das Kochmobild dürftet ihr kennen. Sieht so ähnlich aus wie das von mir. Ich hab noch gar keine AD-Kochmo gespielt. Ich glaube, das mache ich als hier als 30er Special. Weil ich habe ja schon ein Kochmo-Video. Und natürlich voll in die Falle rein. Erstmal Dings und Sau rausgefischt, weil Lex und Sau noch den meisten Damage. Hier sieht der Jax natürlich durch die Roll-Passive, was hier los ist. Aber ihr seht schon wieder Warwick. Abartig. Und dann hat der den vielfach Tötung gestealt. Armer Warwick. Und wie man sieht, sie spielen als Team wesentlich besser zusammen. Hecarim ist mit 8,5 mittlerweile positiv KD. Jax mit 9,6 sieht man auch sehr, sehr ungern. Kurz vorm Trinity Force sieht man noch ungerner. Gut, Sion auf AP bin ich jetzt kein Fan von. Ich mag AD-Sion wirklich lieber. Robic steht mit 17,6, 13 da. Sick. Und Dex und Sao baut irgendeine komische Kacke. Also es ist auf jeden Fall nicht mein Itembild. Und ich würde es aber auch niemals empfehlen. Zed hat zwar immer noch den fast höchsten Farm aus unserem Team. Nee, guck mal, mehr. 1,9 ist dafür relativ tanky. Wir als Warwick, ja, sind ein Warwick. Die Akali 967, unser Random, spielt echt nicht schlecht. Kopfmauer ist natürlich, dadurch, dass er halt im Late Game ist, er wird Wahnsinn, er wird böse. Und unser Supporter auch nicht schlecht mit 3,29, ich meine, von 34, er hat gerade mal 14 Kills verpasst, hat immer noch immer die Hälfte, wo er assistet hat. Das ist gut, das gefällt. Und man sieht, der Jax geht direkt auf den Kaugmau. Komm schon, yes, da hat man gerade, ne, hat man gar nicht. Ich wollte gerade sagen, da hat man einen Hexdeck gemacht. Aber ihr seht halt, ihr seid mit Warwick schon recht tanky, aber der ethnische Warwick hat einfach dadurch, dass er vom Gold her auch einen sehr großen Vorsprung hat gegenüber uns,
Also wir sind bei 9800 und der Warwick ist schon bei 14.000. Hat er einfach den Vorteil, dass er einfach viel mehr töten kann. Er kann viel mehr töten, er kann viel mehr machen. 33. Minute. Ein Inhibitor des violetten Teams wurde zerstört. Und wir haben keinen Inhibitor mehr. Warwick kriegt jetzt den oberen Inhibitor Tower. Warwick mittlerweile mit eben Naturgewalt plus Geistesicht, der hat anscheinend vor magischen Schaden extrem Angst. Ja. Und jetzt begannen die Gegner einen Fehler zu machen, den sie nicht tun sollten. Sie fingen an zu spielen. Und damit meine ich nicht mit, oh, die wurden total awesome und haben wirklich mal richtig reingelegt und richtig ins Zeug gelegt und angefangen zu spielen und zu gewinnen und... Nein. Sie haben angefangen zu spielen. Das heißt, sie haben angefangen und dachten, sie sind so immer, wir können uns alleine zerlegen. Und das können sie nicht. Warwick hat sich mittlerweile die zweite Warmox geholt. Okay, der ist übelst tanky. Das ist auch was ich auf Warwick nicht empfehlen würde. Zwei Warmox. No go. Sein Saublut ist, da ist schon wieder eine andere Sache. Das ist schon wieder gut. Wobei er immer noch kein Schwarzes Beil hat, was ziemlich doof ist. So, von Gegner leben drei wieder. Wir sind zu fünft. Und da... Sonst hat sich Ionentechnik umgedreht. In diesem Situation im Spiel würde ich keine Ionentechnik mehr empfehlen. Ich habe ihn zwar selber, aber wie gesagt, ich würde ihn am Ende nicht mehr empfehlen. Am Ende holt man sich lieber... Bartlett's Blutkutter. Mehr Attack Speed, mehr Damage. Oder halt ein Phantom Dancer oder sowas. Die Gegner fühlten sich hier in Sicherheit, dadurch, dass sie halt gesehen hatten, Baron ist noch da. Baron Nashor. Oh Gott. Hier gab es dann den Backruf von uns. Schöne Sache. Wie gesagt, die Gegner fingen jetzt langsam an zu denken, sie sind eh so immer. Sie stehen mit 7 Kills vorne, haben natürlich alle Tower von uns weg. Sie haben alle 11 Tower von uns zerstört. Aber das heißt nichts. Das heißt einfach nichts. Und das werden sie noch bitter in diesem Spiel lernen. Gut, Cogmo baut sich jetzt ein Madrid anstatt einen Schutzengel. Nicht so intelligent, aber das wird sich noch ändern. Ihr seht, ein Attack Speed von 1,6. Das ist nicht schlecht. Das ist jetzt nicht der Wahnsinn, aber es ist nicht schlecht. Für uns hieß es trotz Nashor in der Base bleiben. Maximal zu 5 rumlaufen. Wow, guck mal, reicht 1800er Kritz oder habe ich mich da gerade verguckt? Hier sagte ich dann auch, wir sollten lieber in der Base bleiben. Weil ab jetzt ging das Warten los. Warten auf einen Fehler der Gegner. Einen Fehler. Jetzt ist es wirklich so, wer jetzt einen Fehler macht, hat verloren. Zumindest wenn wir diejenigen sind, die einen Fehler machen. Weil die Gegner können es noch... Oh, die können sich ein bis zwei Fehler noch erlauben. Midlane ist, haben sie noch zwei Tower, Toplane zwei Tower, alle Inhibitoren, vor dem Ding auch noch die Tower. Das passt. Ist alles noch in Ordnung. Wir haben das Problem, wenn wir einen Fehler machen, sind wir tot. Da kam der Warwick, machte einen sehr, sehr großen Fehler. Da kam der nächste Fehler. Nächster Fehler. Nächster Fehler.
Was hat der denn für das violette Ding? Ein Inhibitor des violetten Teams wird bald wieder aufgebaut sein. So. Kogma blieb jetzt in der Base, um eben den Damage abzufangen, der aus dem Pool heraus swarmt. Ich sag dir noch, Leute, lasst scheißt auf die. Für mich hieß es nur noch, ich muss tanken. Gegner sind noch 15, 14, 20 Sekunden ungefähr nicht da. Wir haben noch Nasher. Das ist sehr, sehr positiv. Aber wie gesagt, das ist eben das, was ich meinte. Ein Fehler und man kann alles wieder ein Stück weit rumdrehen. Wir haben jetzt allerdings den Fehler gemacht. Unsere Base war komplett unbewohnt. Und die Gegner kamen gerade wieder. Jetzt hieß es für uns rennen. Rennen, das ist Zeug. Da haben wir nur noch den Set beschützt. Es ging nur noch darum, den Set zu beschützen. Und als wir dann sahen, weil es ging einfach nur darum, dass wir uns gegenseitig beschützen. Wobei hier halt jetzt wirklich der Fehler war. Hier hieß es nur noch rennen. Rennen. Das war für alle. So. Oben der Warwick wurde schön getötet von Jason. Jason ist gottgleich. 23, 11, 14. Das ist ein Kog'Maw im Late Game. Göttlich. Göttlich. Trotzdem. Wir haben den Fehler gemacht. Wir haben zu weit, waren zu aggressiv, zu weit nach vorne gepusht. Und wir konnten wirklich... Wir haben alles wieder verloren, was wir uns erarbeitet hatten. Klar, wir haben ein paar Tower mitgenommen. Wir haben einen Inhibitor mitgenommen. Aber... Wir haben wieder alle Inhibitor verloren. Wir haben alle Inhibitoren verloren. Wir haben keine Tower mehr vor dem Nexus. Unser Nexus ist schwer beschädigt. Das ist übel. Das sieht bisher richtig, richtig übel aus für uns. Gut, hier warte ich glaube ich nur noch. Warum warte ich denn nicht? Ich brauche doch nur 1900. 1000, bestimmt, ich brauche 1900, nicht 1500. Ja, genau. Himmelschutzengel. Damit ihr eben weiter wieder, früher oder später wieder ins Spiel kommt. Ihr seht, Zed hat auch mittlerweile recht viele tanky Items. Weil es ging für uns nur noch ums Überleben. Ums nackte Überleben, wie man so schön sagt. Wir mussten nur deffen. Deffen, deffen, deffen. Die Gegner konnten jetzt natürlich schön Jungle farmen, normal farmen, können hin und wieder mal wieder einen, in unsere Base eindringen und einen Tower pushen. Da habe ich übrigens meinen Schutz. Das heißt, jetzt habe ich nur noch ein Item frei. Sie können halt immer wieder in unsere Base reinpushen, wenn wir gegen gepusht haben. Können Nasher, können Drachen, können Blue Buffs, können Red Buffs abfarmen ohne Ende. Wir können und dürfen uns nicht zu weit aus der Base entfernen. Wir können im Moment keinen Teamfight riskieren. Gar keinen. Weil sonst passiert sowas hier. Und die Minions würden an den Tower selber drankommen. An den Nexus. Und das darf nicht passieren. Die Gegner haben angefangen zu warten. Und das war ihr Fehler. Denn so kamen wir alle auf unseren Fullbit. Unser Jason ist schon auf seinem Fullbit. Wenn ich immer noch die Matrix da drin nicht mag. Ich mag lieber den Schutzengel. Im Notfall soll er seine Schuhe verkaufen und sich einen Schutzengel kaufen. Ich renne halt so oft ich kann wieder auf die Plattform und hole mir... Und wenn es nur kleine Items sind... Oder kleine Lebensheal wie jetzt gerade... Dass ich mir kurz mein Leben nochmal auffülle. Weil es kann jede Sekunde sein, dass die Gegner wieder reinpreschen. Nasher ist ab... Naja, da, Kog'Maw hat seine Schuhe verkauft und hat sich einen geholt, weil er den Madrid nicht weggeben wollte. Ja. Sie haben Nasher gekriegt. Da kam
der Engage von den anderen. Sehr, sehr, sehr gefährlich. Aber auch dämlich. Weil sie wirklich nicht alle gleichzeitig rein sind. Sie haben den Fehler gemacht, den wir vorher in den Teamfights gemacht haben. Sie haben wirklich, sind einzeln reingerannt. Und wir haben mit den Kills mittlerweile gleichgezogen. Das Gold ist auch nicht mehr so. Das Gold ist sogar auf unserer Seite. Ja gut. Jason, 344er Farmer, sehr Cockney. Set 226 Farm. Wir mit 185 Farm. Kali mit 124 Farm. Wir haben die Gegner überfarmt. Und das ist das Wichtige. Langsam und sicher kommen unsere Inhibitoren gleich wieder. Das heißt, die Gegner werden wieder versuchen, sie zu zerstören. Wieder versuchen, es zu machen. Von den Gegnern ist, glaube ich, noch keiner Fullbild. So wie unser lieber Cogmore. Nein. Doch. Der Warwick. Gut, der Warwick steht aber auch 20-9. Was ziemlich hart ist. Gut, Cogmore steht mittlerweile 24. Ich glaube, das ist sogar das Spiel, wo am Ende 500 Farm für den Cogmore da rumkommen. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, das war's. Hierbei fand ich es sehr, sehr positiv. Also hier muss ich die Akali an dieser Stelle echt übel loben, weil der Rest von uns war im Teamspeak. Der Rest von uns konnte auf die Kommandos hören. Ich musste sie zwar beruhigen, bis zum Gegner hier teilweise, dass sie nicht zu weit rausrennen, dass sie sich zurückhalten, dass alles noch in Ordnung ist. Aber was ich persönlich halt sehr, sehr cool fand, die Akali hat die Nerven behalten. Die Akali war die ganze Zeit noch da. Sie hat keinen großartigen Push nach vorne gemacht oder aufgehört auf uns zu hören. Sie hat die ganze Zeit extremst nice gespielt. Dafür, dass sie halt ein Random war. Die anderen konnte ich alle beruhigen. Den anderen konnte ich alle sagen, hier ruhig. Das müsst ihr machen, das müsst ihr machen, kauft das und das, tut das und das. Aber die Akali konnte ich nicht. Und sie hat ein passables Itembild abgeliefert. Mein Kreatur ist jetzt Hexter Gunblade. Danach sollte sie sich den Schutzengel oder die Warm-Up holen. Wahrscheinlich eher den Schutzengel. Oh, Jason rockt. Übel, Cogmore Late Game. Wenn Cogmore stirbt, haben wir verloren. Davon mal abgesehen. Genau, ich baue mir jetzt noch ein Magieresistenz-Item. Weil ich habe zwar 166 Rüstung, aber nur 91 Magieresistenz. Plus ein Banshee's Veil tut einfach immer gut. Auch in so einem späten Verlauf des Spiels tut ein Banshee's Veil immer noch gut. So. Der Gegner Joe Jax 10-10-13. Hackerin, 10, 9, 18. Gut, daran sieht man, wäre es ein Adesion, hätten wir lang verloren. Apesion ist nicht so stark. Adesion ist der Wahnsinn. Apesion steht da mit 5, 7, 17. Der Warwick natürlich mit seinem 20, 9, 16, absoluter Imba. Was der Extensor macht, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum er sich Gindos Nuking holt. Das ist, ja. Aber der Extensor, den, ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir gewonnen haben. Dex und Sau und sonst gar nichts. Nur Dex und Sau. So. Unser Set geht mittlerweile auf Full Tank. Von den Tanky Items her. Hat 243 Farben. Wir sind ein relativer Off-Tank. Also ich bezeichne dieses Bild gerne als Off-Tank. Da ist er gestunt. Da ist er. Da ist er. Als Off-Tank, weil wir sind zwar relativ tanky, mit eben Warmogs, Schutzengel, Banshee's Veil, ja, das war's auch, was an Tanky da ist. Aber wir haben halt auch Off-Items, das heißt, wir machen auch nicht gerade den wenigsten Damage.
natürlich, wie gesagt, um Fullbild komplett zu erreichen. Ich glaube, das erreiche ich hier nämlich leider nicht, auch wenn ich es am Anfang gesagt hatte, ich würde es hier erreichen. Aber ich glaube, ich behalte den Ohren zu gucken bis zum Ende. Was das sollte, weiß ich persönlich auch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Freilich nicht. So, da oben hat Zed jemanden gefunden. Tötet auch. Schön. Und hier habe ich den Warwick. Und dann geht der epische Warwick bei mir. Warum ich dieses Ignite gefressen habe, weiß ich auch nicht. Das ist nur, dass ich jetzt bauen kann. Der Warwick hat nämlich auch keinen Schutzengel. Das heißt, wenn er down geht, geht er down. Keine Chance zu überleben. Und hier haben wir den Teamfight, den wir haben wollten. Der Schutzengel hat extrem drin. Ihr seht auch, wie schnell man sich wieder hochreckt. Aber direkt wieder. Sind Soundstärkte Reinigkeit, okay. Hackerin mit zwei Phantom Lancern, spiele ich auch so. Das ist übrigens mein komplettes Hackerin-Bild, fällt mir jetzt gerade mal so auf. Außer, dass ich die Geisterklinge nicht benutze. Die Geisterklinge habe ich meistens einen Blutdürster drin. Ha, krass. Auf jeden Fall, Hackerin, Vollbild. Gegnerischer Warwick, Vollbild. Unser AD Carry, Vollbild. Tarik könnte noch sein Goldgift-Item gegen den Shurelias ausbauen. Ich glaube, das tut er jetzt auch. Wir haben unser Banshee's Wail fertig. Wir sind eigentlich theoretisch auch Vollbild. Eins, was ich halt noch empfehlen könnte, ich glaube, ich hole mir jetzt aber nur noch Tränke, wäre halt den ionischen Funken gegen eben... Ach, Warwick hat sich doch noch einen Schutzengel geholt jetzt. Ja. Dritter Nashor in Folge für das Gegnerteam. Da wir nur in unserer Base hängen, keine Vision haben und gar nichts. Das ist hart. Das Spiel war wirklich hart, weil... Die Gegner haben uns einfach nicht in Ruhe gelassen. Aber gleichzeitig waren die Gegner auch zu vorsichtig. Die Gegner hätten nur einen Teamfight gewinnen müssen. Ein Teamfight. Ein verlorener Teamfight. Ein verlorenes Teammitglied. Einmal unser AD Carry vernichtet. Einmal irgendein Fehler. Und es wäre vorbei gewesen. Das war der Fail-Focus vom Warwick. Ich habe hier drin gar nichts mehr gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nichts mehr gesehen. Unsere Inhibitoren waren da. Jason bleibt wieder mal zurück, auch wenn wir ihn natürlich mit Kog'Maw vorne gut gebrauchen könnten. Aber es ist im Moment egal. Er macht den meisten Damage und er kann auch am besten deffen. Er kann einfach am besten deffen. Und eben dort sieht man den Jax. Er hätte jetzt einen Backdoor versucht. Jax hat aber gegen Kog'Maw keine Chance. Und hätte Jax wirklich... Irgendwer anders zurückgeblieben. Jax hätte ihn getötet. Kog'Maw konnte überleben. Und hier sieht man auch schon. Akali macht Damage. Zwar nicht mit Horn, aber sie macht generell Damage. Da kommt der Jax an. Geht direkt von allen gefokust und ist down. Und dann. Sagt noch. Gibt's einfach nur auf den Push. Jason steht weiter in der Base zum Verteidigen. Bereit, irgendwas zu tun. Für den Notfall. Und da haben wir doch noch das Spiel angedreht. 60 zu 49. Es stand zeitweise so unglaublich schlecht für uns. 90.000 Gold haben wir. Die Gegner haben 80.000. Es stand so schlecht für uns. Die Gegner haben dreimal den Baron machen können. Wir standen ab der 30. Minute ohne Tower am Inhibitor. Ohne Inhibitor und ohne Tower am Nexus da und haben es trotzdem noch umgekriegt. Ihr habt mein Warwick-Bild gesehen. Das Einzige, was ich jetzt noch getan hätte, wäre eben hier den ionischen Funken gegen... Ach, der Warwick hat seinen verkauft. Ist der dämlich? Mardets Blutschnitte auszutauschen, um eben mehr Schaden zu machen. Und ansonsten war's das.
Das ist mein Warwick-Build. Das war mein Spiel mit Warwick. Übrigens hier, 501 Farm für Jason. Imba-Spiel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Black Slade. Ciao, ciao.